Herzlich willkommen in den Tiefen des Berges von Kokolint. Wir müssen noch den achten Palast erledigen, um alle Instrumente vollständig zu haben, um von dieser beschissenen Insel jemals wieder runterkommen zu können. Nachdem uns die Enkelin da schon gewarnt haben, dass etwas Grauenvolles passiert, falls wir das machen, und uns es aber scheißegal ist, sind wir unserem Ziel sehr nahe. Geil, Bumerang! So, wir haben fast auch alles komplett, uns fehlt bloß noch ein Foto und ein Herzteil und... Wow! Okay, ich muss wieder aufpassen. Oh, scheiße. Was für ein Vieh. Tschüss, Mann. Ah. Autsch, blöde Felsbrocken. Ah, die Bergmucke ist cool. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Weil hier ist der dritte Brunnen drinne, wo ich... den letzten Mal so einen komischen Typ da hervorbeschwöre, der mir meinen Pfeilvorrat maximiert. Und zwar, alles klar. Ja, genau, ihr erinnert euch, oder? Zwei von diesen Brunnen haben wir schon besucht. Und das ist der dritte im Spiel. Wir haben noch genug Zauberpulver. Pounce! Der Typ schon wieder. Wer stört mich da wieder beim Pennen? Du, na ganz toll. Vielen Dank auch, Mann. Finde ich echt nett. Na, warte mal. Zur Strafe willst du jetzt mehr Pfeile tragen. Stimmt's? Vor allem, er denkt, das ist eine Bestrafung für mich. Tja, dieser Trottel. Ja, ich muss ja noch so mehr Zeug mit dir rumschleppen. Tschüss. Bis dann, tschö. So, was haben wir jetzt? Oh, 60 Pfeile, ey. Ist ja Oberburner. So, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt rausgekommen sind, obwohl jemand den Stein auf den Eingang wieder raufgestellt hat. Während wir nicht hingeguckt haben, aber ist egal. So, wo sind wir jetzt? Hier ist, glaube ich, bloß eine Feenquelle drin. Aber werden wir gleich mal nachgucken. Gut. Explodiere los! Nee, wo sind wir denn hier? Ach so, ja, hier muss ich gar richtig lang. Oh, warte mal, ich will mal kurz gucken, wo geht's denn hier links lang? Ich glaube nirgendwo. Alles klar, hier können wir bloß wieder runterjumpen, falls wir ohne Schild hierher gegangen sind, weil wir brauchen jetzt den Spiegelschild. Und deswegen rüste ich ihn auch gleich mal aus. Hehe. Weil hier übelst der Feuertornado. Oh! Und Link widersteht der eisernen Hitze und ich hat's geschafft. So, jetzt sind wir hier oben. Oh, ouch. Und da ist schon der Tempel. Also jedenfalls ein kleiner Nebenausgang des Tempels. Oh, weg hier, stirbt. Ein Telefonhäuschen. Und wir sind da. Der achte Tempel, Freunde. Unsere letzte Mission. Aber erstmal müssen wir ihn aufwecken mit dem Lied des Frosches. Oh oh. Ah ja. Hä? Oh nein. Ich muss gegen das Vieh kämpfen. Whoa. Klingt wie ein Pokémon-Kampf. Die Musik jedenfalls. Da macht er auch mal was. Ah! Sehr gut, Mann. So, das Vieh ist down. Boom. Und wir können in den achten Tempel reingehen. Gut, was nehme ich denn am besten? Genau, so. Auf geht's, Freunde. Der letzte Tempel. Level 8. Reptilienfelsen. Der war ziemlich cool und der ist auch übelst riesig. Ah, oh, ist das geil, mit dem Bumerang geht das alles so schön schnell, ey. Ach, keine Lust. Da muss ich erst wieder umständlich alles umwechseln, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das war hier, glaube ich, sogar... Oh mein Gott. Oh, lass mich in Ruhe. Und down. Ich liebe diesen Bumerang. Ganz ehrlich. In dem achten Tempel ist auch alles voller so einer Zwischengegner. Ah, und diese lustigen Dinger. Die müssen den ganzen Boden komplett ausfüllen. Das ist ja noch einfach. Einfach ganz billig. Und wir halten... Geld?
Naja, okay. Wenn es so sein soll. Ja, hier oben muss ich später hin. Nachdem ich den Sumoria-Stab hab. Dumm. Dumm. Gucken wir doch mal, wo es hier unten lang geht. Eine Truhe! Mit Geld. Schon wieder Geld? Ich glaube, hier irgendwo kann man auch eine Bombe legen. Auf jeden Fall war der Tempel hier total geheimnisumwittert. Überall konnte man Bomben legen, um Abkürzungen zu... Was bist du denn für einer? Jawohl, mit einem Bumerang-Treffer ist das Vieh tot. Alter, wie geil ist das denn? Entschuldigung, habe ich gerade ein bisschen laut geschrien? Das wollte ich nicht. Ja, ja, komm. Komm her, Flo. Los, komm. Down. Schlüssel. Fee. Gut, wir haben einen Schlüssel. Hui, hui. Wo geht's hier unten lang? Oh, sehr schön. Man kann den Fini eigentlich umbringen. Egal. Der Kompass. Yeah. Hier in so einer geheimen Höhle. Ganz komisch. Abseits. Was ist der Jut jetzt hier? Ich will nicht so lange lesen. Ach, hinne. What? What? Oh, lass los. Oh, so. Oh, lass los. Lass los. Oh. Gut, dann haben wir hier alles. Dann gehen wir mal wieder zurück. Weil mehr können wir erstmal hier nicht tun. Ah, du schon wieder? Hau mal ab. So, dann gehen wir jetzt einfach mal rechts lang. Ja, mit dem Bumerang ist das viel so einfach. Eigentlich dauert das auch nicht übelst lange, ehe man das Vieh töten kann. Na komm! Ha! Der hat gesessen. Er merkt schon, oder? Ich setze den Bumerang gerne ein, weil der übelst cool ist. So, was ist das jetzt hier? Och man. Ich muss mal gucken, angeblich soll man die Typen ja einfach umrennen können. Tatsächlich. Ja! Eine Treppe! Okay. Wo führt mich die Treppe lang? Mal schauen. Oh, puh. Hallo? Hä? Oh. Nicht toll. Boah, Alter. So, ich hoffe, hier war jetzt ein Schalter drunter. Und tatsächlich. Oh, das fiel schon wieder. Ja, ein Bumerang bringt nichts. Oh, voll in die Fresse. Du Arsch, Alter. Ah. Er macht Hut, Hut. Scheiße! Du blödes Vieh, Mann! Oh Mann, ausgewichen! Ich fass es nicht! Spring ja nicht so hin und her, Mann! Down! So. Ja, komm her jetzt hier. So. Aha. Aua, Mann! Was haben wir hier Schönes drinne? Der Schnabel! Ich hab nachher keine Karte! Ah, ich weiß auch, wo die ist, bloß ich bin erstmal irgendwie falsche Richtung und so lang gegangen. Wo sind wir hier? Oh, Lava! Oh, Scheiße! Ah! Oh, oh! Okay, 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 okay. Ah, oh mein Gott. Mann, diese scheiß Lava-Höhlen hier, ey. Wow. So, jetzt sind wir hier. Oh, und hier ist eine. Hier kann ich eine Bombe legen. Und ich glaube, da kriege ich auch gleich die Karte. Boom! Ja, genau, hier ist die Karte drin. Versteckt. Komm her! Komm her! Oh, es hat aus wie eine Bombe gelegt, weil ich dachte, ich habe den Bumerang. Ah, ah! So, da wir jetzt die Karte haben, könnte ich sagen, können wir den Part auch gut beenden. Und den nächsten Part dann. Oh. Im nächsten Part dann geht's weiter. Und zwar, indem wir nochmal hier nach rechts gehen. Nach rechts, rechts. Ja, also im nächsten Part, ne? Also dann, seid gespannt und wir haben es bald geschafft. Ciao!